Ganz herzlich willkommen, Professor Adin Abu Scheffer beim Hilton Talk. So, herzlich willkommen. Bitteschön. Ja, zum ersten Mal beim Hilton Talk. Ja, ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und wir kommen noch dazu. Ich konnte gerade erst am Wochenende sehen, wie umtriebig Sie sind. Was die Roboter angeht, ein neues Projekt in Garmisch-Partenkirchen. Wir kommen gleich noch im Gesundheitssektor noch dazu. Aber jetzt zunächst einmal logischerweise, wie ist das eigentlich ja mit diesem Kollegen Roboter? Wird der uns Menschen demnächst ersetzen, der Roboter? Wie sehen Sie das? Ja, das ist die Frage tatsächlich, die viele umtreibt. Ja. Und da kann ich vielleicht gleich mit zwei Gegenfragen antworten. Und zwar, die erste Frage ist, kriegen wir das technisch tatsächlich hin? Mhm. Und im Moment kann man tatsächlich repetitive, einfache Aufgaben ersetzen. Mhm. Die andere Frage ist die Befürchtung, verbunden mit der Befürchtung, die umgeht, dass Menschen massiv ersetzt werden an ihren Arbeitsplätzen. Und das ist nicht eine rein technische Entscheidung, sondern es ist eine gesellschaftliche Entscheidung. Ja. Denke ich mal. Wir leben in einer freien Demokratie, wo Meinungsäußerung und die öffentliche Meinung eine ganz große Rolle spielen. Das heißt, es wird neben der technischen Frage auch eine Frage des öffentlichen Willens sein. Und deswegen habe ich wenig die Sorge, würden Sie jetzt entscheiden, Zehntausende Arbeitsplätze über Nacht mit Roboter zu ersetzen? Vermutlich nicht. Aber also das ist nicht das technische Problem. Ja. Das ist nicht das technische. Wir könnten das. Also die Roboter, die Sie fertigen, die könnten uns irgendwann ersetzen. Die andere Frage ist, ob es politisch oder gesellschaftlich erwünscht ist. Also ich denke, beides ist in Entwicklung. Ja. Wir sehen in den letzten Jahren, dass wir zunehmend Tätigkeiten übernehmen können. Mhm. Aber wir sehen auch, dass es sehr, sehr große Bereiche gibt, in denen Menschen unersetzlich sind. Und wir lernen immer mehr, dass eine Kooperation von Mensch und Maschine eigentlich an vielen Stellen die Lösung ist. Wie könnte das aussehen? Wo arbeitet Mensch und Maschine schon sehr erfolgreich zusammen? Wo ergänzen sie sich? Es ist ja ganz einfach. Roboter sind sehr gut in repetitiven Aufgaben. Sie kennen das vielleicht vom BMW, da werden Schweißpunkte sehr präzise, sehr genau platziert, da werden Karosserien lackiert, da hat man tatsächlich über 90% Roboter im Einsatz. Da sehen Sie kaum noch Menschen in diesen Hallen. Mhm. Wenn Sie allerdings in die Endmontage gehen, auch wieder bei den Automobilherstellern, ist das Bild genau umgekehrt. Da sind über 95% der Tätigkeiten manuell, weil sehr viel Abwechslung da ist, weil sich kaum ein Fahrzeug, weil kaum ein Fahrzeug dem nächsten ähnelt, weil die Teile, die handzuhaben sind, sehr komplex sind und da sind die Menschen unersetzlich. Wo Intelligenz, Erfahrung, auch eine gewisse Intuition gefragt wird, da können wir mit heutigen Robotern eigentlich die Menschen nicht ersetzen. Wie lange dauert denn das noch, bis wir den ersten Roboterchef haben? Ach, das kann ich Ihnen, kann ich Sie beruhigen und vermutlich die meisten hier im Saal. Ja, also wir warten ja darauf, was Sie sagen. Wenn Sie jetzt sagen, in 2 Jahren, dann können wir uns hier verabschieden. Ich leite ein Institut mit 200 Mitarbeitern und wenn ich jetzt meinen Alltag so betrachte, dann sehe ich kaum Tätigkeiten, die ich zwar vielleicht gern mal 10-20% meiner Tätigkeiten, so ein paar langweilige Meetings abgeben würde oder auch meine Verhandlungen ab und zu mit der Rechtsabteilung, aber ich sehe die Roboter heutzutage nicht in der Lage, vor allem Führungspositionen, die Empathie, Kommunikationsfähigkeit und so weiter voraussetzen, zu übernehmen. Was für Roboter bauen Sie? Wir kommen, das haben Sie ja schon erwähnt, aus der Raumfahrt primär. Ja. Und da hat man früh mit Robotern angefangen, weil eben Raumfahrt für den Menschen gefährlich ist, natürlich. Es ist
Vakuum, es ist hohe Strahlung, hohe Temperaturschwankungen, es sind riesige Kosten damit verbunden, Astronauten ins Weltall zu bringen, so faszinierend das ist. Es sind riesige Kosten und Risiken, deswegen ist jede Raumfahrtmission praktisch eine robotische Mission. Und man spricht auch heutzutage, klar, wir haben Roboter, die auf den Mars kommen, man spricht davon, auch Jupiter oder Jupitermonde zu erreichen, und dafür braucht man robotische Systeme. Das Spannende ist aber, dass Roboter so universelle Werkzeuge sind, dass man diese auch in ähnlicher Weise in terrestrischen Anwendungen einsetzen kann. Und Sie haben das Projekt in Garmisch-Partenkirchen angesprochen. Wir haben zum Beispiel unseren humanoiden Roboter Justin erstmal in einem Raumfahrtszenario entwickelt. Das Szenario sieht so aus: Man wird vermutlich nicht gleich auf dem Mars landen können, ob zwar Elon Musk das immer wieder ankündigt, aber die Kosten wären unglaublich hoch. Das heißt, ein realistisches Szenario ist, Astronauten sind in einer Umlaufbahn um den Mars, genauso wie die internationale Raumstation um die Erde kreist, und sie werden Roboter an vielen Stellen auf der Oberfläche des Planeten, des Mars haben. Die Astronauten werden sie aus der Umlaufbahn steuern. Aus der Umlaufbahn einfach deswegen, weil sie von der Erde zum Mars Zeiten, Kommunikationszeiten von 20 bis 40 Minuten haben. Das heißt, wenn Sie den Roboter von hier aus, von der Erde steuern, können Sie einen Kaffee trinken gehen oder zwei. Nach 40 Minuten wissen Sie, was passiert ist. Die Astronauten könnten das unmittelbar machen und an vielen Stellen auf dem Planeten. Dafür haben wir die Technologie entwickelt. Dafür experimentieren wir mit NASA und ESA-Astronauten. ESA ist die europäische Raumfahrtagentur. Dafür werden wir nächsten August mit Alexander Gerst, dem deutschen Astronauten, Experimente durchführen, um zu demonstrieren, wie würde das Ganze aussehen. Und er steuert das Ganze über eine relativ einfache App, über einem Tablet oder Smartphone. In dem Fall hat er ein Tablet auf der ISS und er kann den Roboter herumkommandieren und er führt Wartungsaufgaben durch. Die gleiche Technologie haben wir jetzt nach Garmisch-Partenkirchen übertragen, zusammen mit der Caritas. Also vom Weltraum nach Garmisch-Partenkirchen. Genau, die gleiche App, den humanoiden Roboter. Und dort war allerdings die Aufgabe, dass Angehörige aus der Ferne, in dem Fall von Garmisch-Partenkirchen nach Oberpfaffenhofen, also über 90 Kilometer über Internet, zu einer Schublade mit dem Roboter fahren, die Schublade öffnen, Medikamente greifen und sie einer Person übergeben. Und das ist komplett die gleiche Infrastruktur, der gleiche humanoide Roboter, die gleiche App, die gleiche Art, mit dem Roboter intuitiv zu kommunizieren. Also der Hintergrund ist, wir haben einen großen Pflegenotstand. Nicht? In Deutschland fehlen ungefähr 100.000 Pflegekräfte. Und da setzt die bayerische Regierung auch auf ihre Roboter. Ja, tatsächlich sehr spannend. Und nicht nur die bayerische Regierung, sondern wir wurden tatsächlich von Pflegeeinrichtungen kontaktiert. Caritas. Und die Caritas hat sich da sehr kompetent und kooperativ gezeigt und sehr interessiert an diesen Technologien. Natürlich, wir kennen ja die Problematik des demografischen Wandels in Deutschland. Mhm. Und die Pflege wird ja doppelt davon betroffen. Zum einen wird es immer mehr ältere Leute geben, die pflegebedürftig sind. Zum anderen wird die Anzahl der Pfleger fallen. Insofern ist die Situation natürlich dramatischer als vielleicht woanders in der Produktion. Und man ist der Meinung, dass man mit Robotern eine Abhilfe verschafft. Und da ist es ganz klar, die erste Frage, die kommt, wollen Sie jetzt die menschliche Nähe und Zuwendung ersetzen? Mhm. Darum geht es ja gar nicht. Wenn Sie jeder kennt in seinem privaten Bereich Situationen der Pflege. Meistens, wenn die Leute Pflegestufe 1 oder 2 haben, haben sie Anspruch auf vielleicht ein, zwei Stunden am Tag Pflege und sonst sind sie auf sich selbst gestellt. Und es geht darum, ihnen im ganzen Verlauf des Tages einen Helfer zur Seite zu stellen, der ihnen über die zwei Stunden hinaus immer Hilfe bieten kann. Wie stellt man sich das vor? Da wird das Bett aufgeschlagen, dann... Was macht der Roboter bei den älteren Menschen dann so? Ja, wir haben zwei Szenarien. Natürlich, je eingeschränkter die Personen sind in ihrer Bewegung, umso mehr kann man ihnen helfen. Und ja, wir haben ein Szenario demonstriert mit Patienten mit Muskelatrophie. Ich sage, Stephen Hawking kennt ja jeder, konnte lange Zeit in seinem Leben eigentlich nur noch die Augen bewegen. Wir haben Patienten mit ähnlichen Erkrankungen und denen kann man schon mit ganz, ganz einfachen Mitteln helfen. Und ihr größter Wunsch ist natürlich, ihre Selbstständigkeit wieder zu erlangen. Mhm. In dem Fall wurden wir von Patientinnen in Bonn kontaktiert. Man kann mit Hilfe von Sensoren, die auf dem Arm angebracht sind, die Bewegungsintention detektieren. Das heißt, der Patient kann den Arm nicht mehr bewegen. Es gibt aber noch Nervensignale und noch ganz schwache Muskelsignale, die nicht ausreichen, den Arm zu bewegen, aber die detektiert werden können. Okay. Und dann mit maschinellem Lernen, mit KI-Verfahren, kann man diese Signale künstliche Intelligenz, kann man diese Signale trainieren
und in Bewegungskommandos für einen Roboterarm übersetzen. Also der Patient sitzt in einem Rollstuhl, hat einen Roboterarm auf dem Rollstuhl und kann mit diesen intentionslesenden Systemen praktisch sowohl den Rollstuhl steuern wie auch den Arm. Dann ist er in der Lage, ein Wasserglas zu greifen oder erstmal aus einer Flasche Wasser in das Glas zu schütten und dann das Glas zu greifen, an den Mund zu bringen und zu trinken. Und das ist natürlich ein großer Gewinn als Selbstständigkeit. Und wir haben von diesen Patientinnen gelernt, wir haben sie gefragt, was ist eine Wunschliste? Interessanterweise ganz oben an erster Stelle war nachts auf- und zudecken. Fällt einem nicht automatisch ein. Sie haben tatsächlich einen Pfleger, der 24 Stunden ihnen zur Verfügung stellt, steht. Den würden sie aber ungern um 3 Uhr nachts aufwecken und sagen, kannst mal die Decke ein bisschen hochziehen oder runter. Und dann liegen sie da wach und kämpfen mit sich selbst. Das haben wir demonstriert zum Beispiel. Ja, in der Industrie, welche Roboter sind da gefragt? Welcher Roboter bauen Sie dort? Wir haben in den letzten 10, 15 Jahren eben diese interagierende Robotertechnologie geprägt und entwickelt. Man muss wissen, vor ungefähr 10 Jahren war die Zusammenarbeit von Menschen und Maschine allein über die gesetzlichen Regelungen verboten, weil es eben nicht die Maßnahmen gab, um eben eine sichere Zusammenarbeit zu ermöglichen. Wenn Sie jetzt auf der Hannover Messe dieses Jahr waren, war das Hauptthema Konnektivität und Kollaboration. Und eben diese kollaborierenden Roboter, sogenannte Cobots, standen ganz stark im Mittelpunkt. Und das waren wissenschaftliche Entwicklungen, die an die 20 Jahre gedauert haben, bis man diese Technik entwickelt hat. Man braucht Roboter, die sicher in der Interaktion mit dem Menschen sind, die die Interaktion, also die Absichten des Menschen erkennen und eben auch ganz einfach von den Menschen zu programmieren sind. Und dieser Bereich ist jetzt in den letzten 3 bis 5 Jahren sehr, sehr stark in den Vordergrund getreten, aber auch andere Komponenten, zum Beispiel mobile Roboter, Logistikroboter, die ins Lager fahren und auf Bedarf neues Material bringen. Letztendlich hat man eine Vision von einer Fabrik der Zukunft, in der, sagen wir mal, ein Produkt, das als Computermodell vorliegt, mehr oder weniger automatisch über einen gesamten Programmierprozess sozusagen gefertigt wird. Man generiert die gesamten Programme zur Montage und zur Ausführung der Robotermontage automatisch direkt von den CAD-Daten. Im Prinzip wird daraus automatisch entschieden, in welchem Teil der Fabrik welche Abschnitte manuell von Menschen durchgeführt werden, welche müssen von oder können von Robotern durchgeführt werden, welche müssen in Kollaboration stattfinden und dann werden dafür automatisch die Programme erzeugt für die Roboter und zwar so, dass man auch Einzelstücke fertigen kann. Und dazwischen fahren diese mobilen Roboter mit Roboterarmen drauf, um eben die Materialien von einem Ort zum anderen zu befördern. Das sind so Schlüsselrollen für die Zukunft, für die Aufgaben der Roboter. Richtig. Welche Rolle, Sie haben es gerade schon ein bisschen angesprochen, spielt denn die künstliche Intelligenz beim Einsatz von Robotern? Das ist ja ein breites Feld mittlerweile. Ja, in der Industrierobotik, in der klassischen, wie Sie sie jetzt bei BMW zum Beispiel kennen, ist keine künstliche Intelligenz im Spiel. Das sind Bewegungen, die einzeln genauso programmiert werden und ablaufen. Wenn man jetzt aus dieser sehr künstlich aufgebauten, wohldefinierten Umgebung in die reale Welt kommen will. Das heißt, was wir vorhin gehört haben, Roboter, die vielleicht jetzt bei Hilton rumfahren und Getränke reichen, mit Menschen interagieren, dann müssen sie sich auch tatsächlich in unbekannten Umgebungen zurechtfinden. Das heißt, die Wahrnehmungsfähigkeit ist ganz, ganz wichtig, die Fähigkeit, mit den Menschen zu kommunizieren, Sprache zu verstehen, Gestik zu verstehen, Intentionen zu verstehen, wird auch von ganz, ganz großer Bedeutung. Und die Fähigkeit, eben Aktionen selbstständig zu planen, in einer sich verändernden Umgebung neue Entscheidungen zu treffen. Und da kommt die KI ganz, ganz stark ins Spiel. Und die Entwicklungen, die jetzt in den letzten Jahren zum Beispiel bei Google stattgefunden haben, im Bereich Deep Learning, maschinelles Lernen und KI, die fangen jetzt nach und nach mit der Robotik zusammenzukommen. Es ist aber ein Bereich, der wirklich noch nach wie vor sehr stark in der Forschung ist. Mhm. Es gibt wenige Produkte, Industrieprodukte jetzt mit Robotik, die massiv auf KI aufbauen. Aber das werden wir in den nächsten 3 bis 5 Jahren massiv kommen sehen. Welche Szenarien sehen Sie da in der Zukunft für die Roboter?
insgesamt künstliche Intelligenz. Was kann da alles auf uns zukommen? Sie haben ein paar Beispiele genannt. Aber ja, also wenn wir jetzt zurück zu unseren Pflege- und Unterstützungsrobotern kommen. Die Patienten mit ihrer Muskelsteuerung sind zwar in der Lage, diesen Roboterarm zu steuern. Das Ganze ist aber relativ mühsam. Das heißt, die Patienten brauchen vielleicht 2-3 Minuten, um langsam ein Glas zu greifen. Über den Tag hinaus wird das sicher kognitiv recht anstrengend. Was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir an dem Rollstuhl eine Kamera anbringen und die Kamera beobachtet die Bewegung des Armes. Und wir versuchen, die Intention des Nutzers zu erkennen. Sie können sich das so ein bisschen vorstellen, wenn Sie auf Ihrem Smartphone eine SMS eintippen und die ersten zwei Buchstaben eintippen, dann bekommen Sie einen Vorschlag von ein paar weiteren Wörtern. Ne? Mhm. So ähnlich funktioniert das mit dem Roboter. Das System erkennt die Intention, man nähert sich dem Glas und die KI sagt, okay, vermutlich will er jetzt eins der beiden Gläser greifen, vielleicht liegt da noch eine oder steht da noch eine Flasche, die würde man auch greifen wollen. Und dann schlägt das System Aktionen vor. Und wenn Sie dann einfach auswählen, ja, ich möchte das Glas greifen, dann würde das System automatisch mit Hilfe dem maschinellen Lernen eben die Lage des Objektes erkennen, die Bewegung des Armes selbstständig planen und selbstständig greifen. Und dann müssten Sie nur noch den Roboter weiter kommandieren und sagen, bitte jetzt an mich heranbringen und ich möchte trinken. Also diese Interaktion, Intentionserkennung des Menschen, selbstständige Planung, das sind Komponenten, die sehr, sehr stark durch KI und maschinelles Lernen unterstützt werden. Solange der Mensch sozusagen der Technik noch vorgibt, was er möchte, ist das in Ordnung. Sie haben gerade mit der Rechtschreibung das angesprochen. Man gibt ein Wort ein und alles wird korrigiert. Das liegt ja auf der Hand, dass man irgendwann, man sieht es ja auch schon bei den jüngeren Leuten, der deutschen Rechtschreibung nicht mehr so mächtig ist. Ja, es macht ja alles letztendlich der Computer. Ein Handy ist ja letztendlich auch ein Computer. Ist es so, bei dem Beispiel, was Sie gerade genannt haben, der Mensch muss eigentlich gar nicht mehr so richtig denken, das übernimmt der Kollege Roboter? In ferner Zukunft. Es ist auch eine sehr starke Frage der Akzeptanz. Und wir hatten viele Patientinnen und Patienten, die das System ausprobiert haben. Und ich zitiere immer einen Satz einer Patientin, die mit Reportern des Bayerischen Fernsehens zu uns kam und das System ausprobiert haben. Sie war die Vorsitzende einer Patientenvereinigung von Leuten mit Bewegungseinschränkungen. Und zum Schluss wurde sie gefragt, ob sie sich so ein System anschaffen würde oder gern hätte. Und sie hat einen Satz gesagt, sie hat gesagt, ich kann mir das wunderbar vorstellen, solange ich das mit meinem Willen steuern kann. Und das bringt es genau auf den Punkt, solange die Leute den Eindruck haben, durch diese technischen Fähigkeiten bekommen Sie eine Erweiterung oder also Erhöhung der Selbstständigkeit, würden Sie solche Systeme lieber heute als morgen bekommen. Und die Horrorvision ist, ich sage immer so, die Waschstraßenvorstellung. Ich komme jetzt als Patient in eine Waschstraße und werde dann von sich drehenden Teilen irgendwie gewaschen und gebürstet. Mhm. Das ist natürlich völliger Unsinn. Das würde kein Mensch kaufen. Aber Operationen finden schon statt, nicht? Also Fernoperationen gesteuert. Ne? Das ist richtig, aber auch bei den Operationen, die Sie ansprechen, und wir entwickeln tatsächlich auch Chirurgieroboter, ist immer der Chirurg dahinter. Also diese Chirurgieroboter, die es derzeit von einer einzigen Firma in den USA gibt, von Intuitive Surgical, und die bei 80% der Prostataoperationen zum Beispiel eingesetzt werden, die sind ein Hightech-Tool, das die Fähigkeiten des Chirurgen erweitert. Mhm. Tatsächlich, man kann Handzittern zum Beispiel wegfiltern, man kann schon vorher vorgeben, dass man... Also Handzittern des Chirurgen? Der Chirurgen zum Beispiel. Ne? Man kann vorgeben, dass man bestimmte Areale... Also besser er zittert nicht. So oder so. Besser er zittert nicht, aber man kann einfach... Sie müssen sich vorstellen, wenn man jetzt eine Arterie, die jetzt ein paar Millimeter im Durchmesser, 3-4 Millimeter im Durchmesser ist, mit 4-5 Nähten versieht. Es ist eine unglaublich anspruchsvolle, schwierige Aufgabe. Der Chirurg mit dem Roboter kann diese Bewegung im Zentimeterbereich durchführen. Das kann man leicht skalieren. Der Roboter macht das dann im Submillimeterbereich. Sie können Bereiche sperren, sagen, hier verläuft zum Beispiel ein Blutgefäß oder ein Nerv. Das kann der Chirurg vorher auf dem Bild, auf dem CT-MR-Bild vorgeben. Da möchte ich auf keinen Fall hin, auch wenn ich jetzt aus Versehen jetzt sozusagen ausrutsche. Das kann der Roboter verhindern. Also einfach
eine Augmentierung, eine Verstärkung der Fähigkeiten, aber die Entscheidung liegt nach wie vor beim Chirurgen, und das wird sich jetzt auch mit den neuen Systemen, die vermutlich auch unterstützt durch Google und Johnson & Johnson, dem großen Medizingerätehersteller weltweit, also mit den Robotern, die von diesem Konsortium auf den Markt kommen werden und auch mit unserem Lizenznehmer Medtronic, nicht so schnell ändern. Wir werden in den nächsten Jahren tatsächlich 3-4 neue Hersteller von Medizinrobotern sehen, und nach wird diese Intentionserkennung schrittweise mit reinkommen. Also es ist ganz klar, der Roboter wird immer mehr Unterstützungsfähigkeiten anbieten. Aber ich glaube schon, dass solange der Chirurg die Verantwortung hat für diese Operation, wird er nichts aus der Hand geben, was er der Meinung ist, dass die Operation gefährden würde. Ist so. Solange der Chirurg das in seiner Hand hat. Das klar. Denke ich, ja. Ja. Und ich denke, das wird sich auch so schnell nicht ändern. Vermutlich, hoffe ich doch. Ich habe früher immer sehr, sehr gerne die Science-Fiction-Romane gelesen, Perry Rhodan. Und vielleicht kennt es auch noch der ein oder andere. Und da ging es ja damals schon um Roboter, auch um Kampfroboter. Wie sehen Sie das eigentlich? Wird es irgendwann den Krieg geben, wo der Mensch selber gar nicht mehr im Einsatz ist, wie der Chirurg eben auch noch sagt, was der Roboter zu machen hat, und letztendlich die Roboter, Krieg der Sterne, Star Wars, diese Kriege führen werden? Ja, es ist natürlich ein sehr heikles Thema, und wir haben uns natürlich auch im Institut, auch in unserer Leitungsrunde und mit unseren Mitarbeitern unterhalten, und unsere Position ist ganz einfach: Wir haben damit nichts zu tun und wollen damit nichts zu tun haben. Also es ist wirklich eine klare strategische Entscheidung, auch jetzt nicht unkritische militärische Projekte anzunehmen, allein um jedwelche Assoziation von Robotik und Kriegsmaschinen zu vermeiden. Wie sich das weltweit entwickeln wird, ist natürlich schwer zu sagen. Natürlich Drohnen, die ferngesteuert werden. Ja. Es werden Roboter tatsächlich auch heutzutage in Kampfeinsätzen eingesetzt. Eher, glaube ich, zur Erkundung, soweit mir das bekannt sind, ist so Kettenfahrzeuge, die jetzt um die Ecke geschickt werden, um zu schauen, ob da jemand lauert. Die sind tatsächlich wohl auch im Irak im Kampfeinsatz gewesen. Drohnen. Aber nachdem, klar, und die Argumente sind, die helfen ja, Menschenleben zu retten, Leben der Soldaten. Trotzdem war es für uns ganz entscheidend zu sagen, nachdem diese Grenzen so schwammig sind und sich so leicht verschieben lassen, wollen wir in diese Aktivitäten überhaupt nicht reingehen. Umso wichtiger ist die Sicherheit der Studien, die Sie bearbeiten. Das heißt also, dass das nicht gehackt wird, was Sie an Gutem für die Menschheit auf den Weg bringen wollen. Ja, wir haben jetzt gerade Kooperationsverhandlungen mit einem großen Industrieunternehmen, und die hatten auch ähnliche Anliegen und wollten fragen, kann man sicherstellen, dass auch wenn wir zu friedlichen Zwecken Technologien entwickeln, dass die jetzt nicht missbraucht werden. Gut, das ist in der Robotik genauso wie in jedem anderen Bereich. Es sind letztendlich die Menschen, die diese Technologie nutzen. Und also die Verantwortung bleibt bei uns. Die wird uns der Roboter auch nicht abnehmen, was wir mit dieser Technologie machen. Gibt es eine oder gibt es mehrere Technologien, die sich hinter der künstlichen Intelligenz verbergen? Ist es eine oder sind es gleich mehrere Technologien? Ja, KI ist jetzt so ein Begriff, der jetzt so als eher so als Sammelbegriff jetzt in der Presse und in der Öffentlichkeit genutzt wird. In der Fachwelt spricht man eigentlich lieber über Machine Learning, also maschinelles Lernen. Und da ist diese Deep Learning, also diese tiefen neuronalen Netze, die sich in den letzten Jahren so durchgesetzt haben, natürlich ein ganz großer Schwerpunkt. Und der große Erfolg basiert darauf, dass man mittlerweile sehr große Datenmengen erzeugen kann, die jetzt als Trainingdaten gelten. Trainingdaten heißt jetzt ganz einfach gesagt, wenn Sie jetzt Internetbilder haben und zu jedem Bild, aber auch eine Textbeschreibung haben auf diesem Bild, gibt es einen Hund und ein Auto. Und dann, wenn Sie jetzt hunderte Millionen solcher Bilder haben, können Sie tatsächlich mit diesen tiefen neuronalen Netzen automatische Erkennung machen. Wenn Sie große Textmengen, die mit Ton verbunden sind, zur Verfügung haben, dann können Sie Spracherkennung
generieren. Wenn Sie viele Dokumente im Internet finden, in deutscher und englischer Sprache verfasst sind und damit diese tiefen neuronalen Netze füttern, können Sie automatische Übersetzungen machen. Also diese Technologie tatsächlich auf sehr, sehr großen gelabelten Daten Vorhersagen zu treffen, die ist sehr, sehr stark ausgeprägt und das ist eigentlich das, was heutzutage so ein bisschen als KI und Machine Learning verkauft wird. Aber es gibt natürlich viele, viele andere Bereiche. Können sich menschliche und künstliche Intelligenz ergänzen? Ja, würden Sie sagen? Das auf jeden Fall. Ich meine, man hat ja gesehen, den anderen Bereich, den ich ansprechen wollte, ist dieses sogenannte Reinforcement Learning. Da braucht man nicht mehr diese gelabelten Daten, sondern da sind Computer in der Lage, mit klaren Spielregeln, die gegeben sind, oder Regeln für ein gewisses Verhalten, indem sie gegeneinander agieren, spielen, voneinander zu lernen. Das war dieses Beispiel von DeepMind Go. Und da ist jetzt mehr als nur diese Daten lernen und extrapolieren, auswendig lernen sozusagen. Da geht es tatsächlich auch über adaptive Lernverfahren selbstständig eine gewisse Aktion zu erlangen. Allerdings, was nach wie vor diesen ganzen Methoden fehlt, ist die Analyse-, Interpretations- und Urteilsfähigkeit und natürlich auch die Fähigkeit, Ziele zu setzen. Ja. Ja? Da ist ja auch der große Unterschied zum Menschen. Was diese Systeme allerdings wunderbar können, ist immens große Datenmengen verarbeiten. Das, was uns so schwer fällt, ganze Bücher irgendwie im Kopf behalten, das können die Systeme wunderbar. Und man hat ja auch gesehen bei diesen Versuchen, zum Beispiel mit dem Watson-System, das wird da eingesetzt, wo die Menschen überfordert sind, zum Beispiel die tausenden Publikationen im Medizinbereich, die jährlich publiziert werden, zu überschauen. Das kann ein Rechensystem, es kann durch diese Klassifizierungsfunktionen entscheiden, okay, Sie sind jetzt, was weiß ich, ein Immunologe, das sind jetzt die 10 wichtigsten Publikationen aus der letzten Woche in diesem Bereich. Das ist jetzt ein rein statistisches Verfahren, nach dem Motto, bei Amazon Leser, die sich dieses Buch gekauft haben, haben sich auch folgende Bücher angeschaut. Das können Sie sich vorstellen, eine gewisse Statistikassoziation. Man kann riesengroße Datenmengen durchforsten und Ihnen eine gute Empfehlung machen. Das können wir schlecht, das können die Maschinen gut. Ja, bei allem, sage ich mal, Optimismus der Industrie ist ja die Skepsis bei den Arbeitnehmern durchaus zunächst einmal groß, nicht zu Unrecht. Also Experten sind überzeugt, dass es zu Verschiebungen auf dem Arbeitsmarkt kommen könnte, um es mal so diplomatisch zu sagen. Wie sehen Sie das? Werden wir Millionen von Arbeitslosen erleben oder wird es einen schleichenden Prozess geben? Wie sind da Ihre Vorstellungen? Ja, Sie sprechen sicher diese berühmte Studie von Osborne & Frey in England an, die vorhergesagt hat, dass ungefähr 70% der Arbeitsplätze wegfallen würden. Ich würde am liebsten jetzt Experten zitieren. Ich war letzten Sommer auf einer Veranstaltung organisiert durch den Deutschen Gewerkschaftsbund. Herr Hofmann, der Vorsitzende des DGB, war tatsächlich beide Tage da und war derjenige, der das Ganze in Auftrag gegeben hat. Und es wurden 3 Forschungsinstitute in Deutschland mit ähnlichen Studien beauftragt. Ein Institut für Zukunft der Arbeit in Berlin, ein weiteres privates Institut hier in München und ein drittes in Nürnberg, denke ich. Und die kamen eigentlich alle zu dem Schluss, dass die englische Studie total überzogen ist. Ich hatte noch die demografische Herausforderung in Deutschland angesprochen und im Prinzip kann man bei diesen Studien natürlich an ein paar Parameter drehen, die jetzt zum einen die technologische Entwicklung voraussagen, zum anderen die Zuwanderung, zum anderen die Entwicklung der Industrie. Und da hat man natürlich eine gewisse Palette an Vorhersagen. Aber im Grunde hat man gesagt, in den nächsten 20 Jahren wird man 10 Millionen Arbeitskräfte vermissen im deutschen Arbeitsmarkt. Jedes Jahr gehen ab jetzt 500.000 mehr Arbeitnehmer mehr in Rente als Junge in den Arbeitsmarkt kommen. Das ist ein Fakt. Und jedes Jahr freuen wir uns über weniger Arbeitskräfte. Das passiert von alleine. Jedes Jahr gehen uns 500.000 abhanden. Und die Studie hat gesagt, letztendlich
wenn es gut geht, und darauf gingen die Schätzungen aus, wird die Digitalisierung, die Robotik, aber auch die Digitalisierung allgemein schaffen, diesen Fachkräftemangel auszugleichen. Mhm. Die Tendenz war eher skeptisch, und ich glaube, die wenigsten Szenarien, also die wenigsten Parameter haben vorhergesagt, dass wir da eine Riesenarbeitslosigkeit in Deutschland haben werden. Mhm. Und wie gesagt, es sind drei sehr kompetente, vermutlich die kompetentesten Institute in Deutschland. Herr Hoffmann, der DGB-Vorsitzende selbst, hat, glaube ich, diese Position sehr, sehr stark vertreten. Das war auch im Auftrag des Arbeitsministeriums. Ich denke, dass diese Studien absolut realistisch sind, und wir müssen uns da richtig anstrengen, um diesen Fachkräftemangel, der uns entgegenkommt, tatsächlich sinnvoll auszugleichen. Gut, also Roboter zahlen ja keine Mitgliederbeiträge an den DGB. Vielleicht kommt das ja auch noch. Aber welche Tätigkeiten werden denn als erste quasi überflüssig werden und welche werden wieder neu zukommen? Was denken Sie aus Ihrer Sicht? Ich komme, vielleicht ist es als roter Faden, diese Anwendung mit der Pflege, komme ich auf diese Anwendung wieder zurück. Wir haben gesagt, wenn man sich jetzt mit den Pflegern unterhält, dann weiß man, dass zum Beispiel Gebäude leer stehen, weil nicht ausreichend Pfleger da sind. Das heißt, zunächst werden diese Roboter einfach die Lücken schließen, denke ich mal. Und was wir mit der Caritas in Garmisch-Partenkirchen versuchen auch zu entwickeln, sind neue Berufsbilder. Ein Problem in der Pflege ist natürlich, dass der Pflegeberuf jetzt auch nicht sonderlich attraktiv ist. Es ist nicht sehr gut bezahlt, es ist anstrengend, physisch anstrengend. Wenn man jetzt schafft, mit Hilfe von Technologie, von Robotik, sagen wir mal, die physische Komponente ein bisschen runterzubringen und gleichzeitig eine Hightech-Komponente mit reinzubringen, dann würde man das Ganze deutlich attraktiver gestalten. Die Pflegeausbildung wird ohnehin reformiert, also hin zur generalistischen Pflege. Und wir würden ganz gern da neue Berufsbilder wie einen Pflegeteleoperator mit reinbringen. Den Pflegetechniker, genauso wie in einem Krankenhaus es Techniker gibt, die sich um die ganze Apparatur kümmern. Die gab es vor 100 Jahren nicht. Als man manuell operiert hat, wird es einen Pflegetechniker geben, der diese ganze Apparatur jetzt bei Caritas pflegt. Und diesen Pflegeteleoperator, den, ich weiß nicht, ob ich das im Szenario angesprochen hatte, aber man hat ja die Patienten, die sich selbst helfen mit dieser Robotertechnologie. Aber was wir uns vorstellen, ist, dass man ein Callcenter hat für alle Situationen, in denen der Patient nicht mehr zurechtkommt, in dem die KI jetzt die Muskelsignale nicht richtig interpretiert, oder wirklich für den Notfall, für medizinische Notfälle, wird ein Notfallsignal ausgelöst, und dann kann man sich von einem Pflegezentrum in diesen robotischen Avatar sozusagen reinwählen. Über modernes Internet ist es ganz einfach, nicht nur die Bilder zu bekommen und nicht nur zu hören und mit dem Patienten zu sprechen, sondern auch die Arme des Roboters bewegen, wenn Sie den Film Avatar gesehen haben, hat man eine Vorstellung dazu, zwar nicht mit Gehirnschnittstellen noch, aber die Arme des Roboters zu bewegen, und der Roboter misst auch die Interaktionskräfte, er spürt praktisch, wie stark er zupackt oder irgendwo druckt, und diese Kräfte kann der Teleoperator tatsächlich auch spüren. Das heißt, dieser Callcenter könnte sich in Sekundenschnelle jetzt bei unterschiedlichen Patienten einwählen und helfen, und das ist natürlich jemand, der eine technische Ausbildung und eine pflegerische Ausbildung haben wird. Das ist tatsächlich ein komplett neues Berufsbild, das dadurch entsteht. Ja, jetzt reden wir natürlich vom Roboterboom. Was passiert eigentlich, wenn wir jetzt doch wieder einen Kinderboomer richtig bekommen? Dann sind die Arbeitsplätze, die wir ja brauchen, von den Robotern schon vergeben, ne? Oder? Also wie lösen wir das dann? Ich denke, der Roboter wird sagen, nee, ohne mich, ne? Wenn Sie jetzt einen Kinderboom haben werden in Deutschland, dann hat die haben Generation, die jetzt 30 ist, nee, nein, das glaube ich, das dann nicht. Haben die 30-Jährigen ein Problem, weil die müssen sich dann um ihre Kinder, um die alten Eltern kümmern und dann noch die Arbeit für alle verrichten. Also die würden sich noch mehr freuen über die Roboter. Also ich habe diese Sorge wirklich nicht. Global gesehen jetzt, droht Deutschland ein bisschen diesen digitalen Anschluss zu verlieren, oder sind wir eigentlich generell ganz gut aufgestellt? Das ist tatsächlich eine Frage, die sich, mit dem sich zum Beispiel auch unser Bildungsministerium und das BMBF, das Forschungsministerium, sehr, sehr stark beschäftigt. Ich glaube, in der Robotik sind wir tatsächlich in Deutschland
ganz, ganz vorne an der Spitze. Also diese ganze Technologie der kollaborierenden Roboter, die haben wir stark aus Deutschland heraus geprägt, auch hier aus der Münchner Gegend, DLR und Partner, auch in Europa. Die Japaner hatten so in den Ende der 90er Jahre die humanoide Robotik tatsächlich auf den Plan gebracht. Ja. Honda hatte damals Furore gemacht mit ihrem Asimo. In den USA sieht man immer wieder die Bilder von Atlas. Das ist eine Ausgründung von MIT, Boston Dynamics. Nichtsdestotrotz, in der Robotik sind wir, glaube ich, wirklich ganz, ganz vorne an der Spitze mit dabei. Was in der KI passiert, sieht ein bisschen anders aus. Also in den USA werden immense Summen in KI investiert. Klar, alle führenden großen Unternehmen kommen aus den USA. Und derzeit passiert in China auch, passieren große Umwälzungen. Da wird staatlich sehr, sehr viel Geld darin investiert. Allein in der Robotik werden in den nächsten Jahren 5 Milliarden Dollar an staatlichen Investitionen gesteckt. In KI noch größere Summen. Also da muss man in Deutschland wirklich stark aufpassen. Ich glaube, ein gewisses Bewusstsein ist da. Es gibt auch auf nationaler Ebene Gespräche mit Frankreich, um eine gemeinsame KI-Strategie, Politik aufzusetzen. Ob man die Entschlossenheit aufbringen wird und tatsächlich auch die finanziellen Mittel in dem Maße zu investieren, wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Es wird tatsächlich eine große Herausforderung. Letzte Frage für diese Runde an Sie. Auf dem Digital Festival South by Southwest, Amerika, USA, das ist in Texas. Waren Sie da schon mal? In Texas schon. Ja, aber noch nicht bei der Veranstaltung, South by Southwest. Berichteten, Herr Gutjahr war schon da? Jedes Jahr. Jedes Jahr? Berichteten Wissenschaftler, dass Menschen mit ihren Gehirnen, wir kommen schon in diese Richtung, Prothesen kontrollieren können. Künstliche Intelligenz werde bald künstliche Körperteile steuern. Robotergehirne werden Arbeiter anheuern, Verbrechen vorhersagen, Drohnen lenken und auch Gesundheitsdaten sortieren. Wie wahrscheinlich sind diese Szenarien in den kommenden Jahren? Das würde mich jetzt nur interessieren. Gut, Sie haben jetzt mehrere Bereiche angesprochen. Und die sind alle sehr, sehr unterschiedlich wahrscheinlich. Das ist das, was ich sage. Wie viel Zeit haben wir? Ja. Also das Erste, das Sie genannt haben, diese Steuerung mit Hilfe von Hirnimplantaten. Ja. Wir waren tatsächlich an diesem Experiment beteiligt, und zwar mit unserem Roboterarm. Das war die Brown University, die die Hirnschnittstelle, das Hirnimplantat gemacht hat. Und sie haben uns angesprochen, weil wir weltweit zu dem Zeitpunkt die Einzigen waren, die einen Roboter hatten, der tatsächlich so sicher war, dass er mit dem Patienten zusammen interagiert. Wir haben das gemeinsam in Nature publiziert, 2012, und daraus hat sich eben auch diese ganze Forschung bei uns jetzt mit Assistenzrobotik entwickelt. Diese Implantate sind in Europa nicht zugelassen, weil zu invasiv, weil zu viel Risiken. Deswegen sind wir auf diese Muskelsensoren ausgewichen, die man einfach auf der Haut klebt. Also Steuerung mit Hilfe von Gehirnimplantaten, ja, ist Realität, funktioniert ein paar Jahre, dann muss man die Implantate wieder rausholen, weil da Vernarbung entsteht. Also es ist jetzt kein Produkt, der im Dauereinsatz ist, aber das funktioniert. Wir haben tatsächlich auch mit diesen Muskelschnittstellen Patienten mit Prothesen. Wir haben einen Patienten, der seinen Arm im Irakkrieg verloren hat, einen anderen, der einen angeborenen Fehler hat. Und beide trainieren mit Prothesen von uns. Das funktioniert heutzutage auch ganz gut. Ist immer noch nicht Serienprodukt, aber sehr, sehr nah dran. Also das ist jetzt nichts mehr Spektakuläres. Verbrechen andere, Vorhersage, wie sehen Sie das? Kann ich wenig dazu sagen. Vielleicht, das ist die richtige Überleitung okay. für meinen Nachfolger. Ganz klar, genau, ja. Und Gesundheitsdaten haben wir schon. Also im Gesundheitswesen wird sich sehr, sehr viel tun. Ganz klar. Ja. Da bin ich fest davon überzeugt, und da wird auch der Nutzen riesengroß sein. Und Patienten mit in den Mittelpunkt stellen, das ist, glaube ich, das A und O. Und alles andere wird nicht akzeptiert werden von der Gesellschaft und auch nicht angenommen. Ja. Herzlichen Dank, Herr Professor Albus Schäfer. Dankeschön.